So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und es ist wieder soweit. Wir haben was ganz Besonderes für euch vorbereitet, das sage ich nämlich jedes Mal. Aber heute ist es wieder richtig fresh, denn Capital Bra ist zurück. Oder auch Bra Bra Bramses, was jetzt da draußen manchmal gemacht wird. Oh mein Gott. Wir haben, wer kennt Capital Bra, schreibt es mal in die Kommentare. Niemand? Gut, habe ich mir schon gedacht. Wir haben diese Pizza getestet, ja? Gangsterella Bra macht die Pizza. Belelelele legt mit 100%. Rindersalami, Mozzarella, Crunch, Baba Soft, sonst was, so baller die Pizza, Bra gibt dir, auf jeden Fall kennt ihr alles. Team Capi Rindersalami, die fand ich sau lecker, das war glaube ich die beste Salami-Pizza, die beste Tiefkühl-Salami-Pizza, die ich je gegessen habe. Dann ging es aber weiter mit Adi, damit ging es nicht weiter, dann ging es weiter mit der Pizza. Grillgemüse, auch von Capital Bra. Bra macht die Pizza extra viel, also belelelelegt mit extra viel Paprika, Papri-Bra, Spinat, Zucchini, Kirschtomaten, Mozzarella, Hanfsoße, Featuring Creme Fraiche. Die gab es als zweites und obwohl die vegetarisch ist, kein Fleisch und nichts drauf, war das die beste Tiefkühl-Gemüse-Pizza, die ich je gegessen habe. Hat mich auch komplett überzeugt. Fand ich richtig genial. Auch wenn ich kein Capital Bra-Fan bin, feiere ich die Pizza und schmeckt richtig nice. Dann gab es ja neue Sorten. Wir haben die Thunfisch-Pizza getestet. Belegt mit extra saftigen Thunfisch, roten Zwiebeln, Cherry-Tomaten, Joghurtsoße, Featuring Creme Fraiche. Auch die göttlich, die beste Tiefkühl-Thunfisch-Pizza, die ich je gegessen habe. Aber ein was hat mir immer gefehlt, denn ich habe nicht mitbekommen, die kamen doppelt raus zusammen. Und die Thunfisch kam zusammen mit Sucuk raus. Und Sucuk habe ich nirgendwo gesehen. Sucuk gab es die ganze Zeit nicht. Leute haben dann plötzlich beide gehabt und beide getestet. Leute haben mir geschrieben, hey, probier mal die Sucuk, die ist auch ganz nice. Hätte ich schon längst gemacht, wenn ich die Bra-Pizza gesehen hätte. Hätte ich die Bra-Pizza... getestet. Jetzt sehe ich gerade, da sind komische Zeichen drauf. Hier ist ein Zeichen in der Ecke für vegetarisch. Hier ist ein Zeichen in der Ecke für zertifizierte nachhaltige Fischerei. Und bei der Sucuk Pizza ist ein Zeichen für Halal. Nicht Selal, sondern Halal. Und wir haben sie jetzt endlich auf der Suche nach dem Brattee. Denn es gibt ja jetzt auch den Capital Brattee zum Braten. Auf der Suche nach dem Capital Brattee, wo ich nur 2 von 4 Sorten gefunden habe, weil alle anderen dann einfach schon leer waren und seitdem die nichts Neues bekommen haben, hat mir der Rewe-Boss gesagt, wir haben jetzt aber die neue Pizza, ich habe nur Thunfisch gesehen und dann sagt er, nee, nee, die Sucuk ist auch am Start. Jetzt habe ich mir extra die Sucuk-Pizza von Capital Bra, die wollen wir heute probieren. Wie immer steht da alles drauf, was ihr wissen müsst hier. Bra macht die Pizza belegt mit überkrasser gebratener Sucuk, Peperoni und roten Zwiebeln. Mozzarella featuring Edamer macht einen auf crunchy, ist innen aber baba soft. Heiz deinen Ofen ein, Bra nicht vergessen, Folie entfernen, eiskalte Pizza auf mittleren Rost legen, 13 bis 15 Minuten backen, dann gib dir Bra. Finde ich auf jeden Fall sehr nett, dass es die jetzt gibt. Ich finde die Farbe nur ein bisschen... Ja, mir ist das irgendwie zu hell. Das Grün war kräftig, das Rot war kräftig, das Lila war kräftig. Das ist so ein bisschen Neon. Auf der Kamera wirkt das viel dunkler. Das ist mir ein bisschen zu grell, zu hell. Deswegen, ich finde dieses Orange davon eigentlich bis jetzt am... hässlichsten, aber es reiht sich ein, vielleicht hätten die nicht einfach irgendeine andere Farbe nehmen können. Vor allem 505 Gramm, der Thunfisch war gerade mal 480, ja gut, die Grillgemüse war 540 und
Die Salami war 442. Das ist also die zweitfetteste Capital Bra Pizza, die wir jetzt hier haben. Und ich bin gespannt, denn Grillgemüse und Grillgemüse und Thunfisch, ne? Das ist ja ganz schön und nett. Salami knallt richtig rein. Und Sucuk, glaube ich, knallt nochmal mehr rein. Nochmal ordentlicher, gerade auch durch die Peperoni und alles dabei. Das heißt, wir packen die jetzt natürlich aus. Der Ofen heizt schon seit 10 Stunden vor, damit die auch schön schwarz wird. Bra, du verstehst. Wir... Sieht auf jeden Fall mit sehr viel Liebe, ja. Wie die Capital Bra Tracks. Mit ganz sehr viel Liebe. So sieht das jetzt hier aus. Seht ihr, wie da einfach die komplette Bra drauf liegt. Hier, da, hier, dort, hier, jenes. Adi guckt schon mal. Adi, was sagst du? Riecht gut, ja? Schmeckt gut. Lass das Stück mal liegen, das ist eh kalt. Wir hauen die jetzt mal in den Ofen, melden uns gleich zurück, wenn die fertig ist. Und dann bin ich gespannt, ob die mit den anderen mithalten kann. Nicht, dass die abstinkt, aber... Ich habe so hohe Erwartungen einfach. So, die Pizza ist jetzt fertig und ich hasse meinen Ofen, obwohl der Ofen ja gar nichts dazu kann. Es liegt ja im Prinzip an der Wohnung, beziehungsweise an den Leitungen, am Strom, am sonst was, am Hin und Her. Das erste halbe Jahr saß ich ganz ohne Licht da in der Wohnung, weil es irgendwie Probleme mit den Leitungen gab. Dann irgendwann hatte ich Licht, da waren 10 Elektriker da und seitdem geht einfach alles kaputt, ja. Und wenn der nächste Elektriker kommt, der sagt wieder, Junge, Junge, wer hat das denn hier gelegt? Wer hat denn die Verkabelungen gesetzt? Das ist ja lebensgefährlich. Da stehen Dinge unter Strom, da darf gar kein Strom drauf sein. Kennt ihr vielleicht aus irgendwelchen Filmen? Adi, was ist denn los mit dir? Ich habe vorhin 2 Zettel da in die Papiertüte geworfen. Seitdem wühlt er hier rum und sucht diese 2 blöden Zettel. Hier. So, und jetzt? Adi, da ist nix. Tun wir den Pizzakarton noch da drauf. Während der Adi rumwühlt, egal. Auf jeden Fall, seitdem... Probleme mit dem Fernseher, mit dem Bild, der Fernseher flackert immer zu, irgendwelche Geräte gehen einfach an oder gehen einfach aus, weil einfach immer eine Überspannung vorliegt in der Elektrik, in sonst was durch die Verkabelungen kommt. Und irgendwann hat mein Ofen den Geist aufgegeben, die Birne ist einfach kaputt gegangen, weil da einfach zu viel Saft drauf war auf dem kompletten Ofen. Jetzt habe ich gedacht, ist ja nur Licht und immer wenn ich mir jetzt was zu essen mache, der Ofen wird so heiß, in einer Minute ist das noch gefroren, in der nächsten Minute ist das so schon verbrannt, ja. Pupsi regt sich jedes Mal auf, wenn sie was zu essen machen will, dass sie sagt, das dauert noch eine halbe Stunde. Und 5 Minuten später ist es Kohlrahm schwarz, aber innen noch gefroren. Das ist auf jeden Fall heftig. Jetzt guckt euch das mal an. Jetzt habe ich diese schöne Capital Bra Pizza gemacht, ja. Wow. Aber wenn man sich den Boden jetzt anguckt... Ja, sah auf jeden Fall schon mal besser aus. Da stand 13 bis 15 Minuten irgendwas. Die war jetzt 5 Minuten drin und ist schon im Prinzip komplett verbrannt. Und nein, ich mache meinen Ofen nicht auf 1000 Grad. Ich mache den vielleicht auf 200 Grad oder so. Habe gedacht, vielleicht nach 10 Minuten oder so passt das. Rand ist also jetzt pervers. Kann der gute Capital Bra nichts dazu. Wir wollen jetzt aber trotzdem mal probieren. Nehmen uns also eins von den verkohlten Stücken. Muss man halt den Rand übrig lassen. Jetzt weiß ich, wieso Pupsi den Rand immer übrig lässt. Und sie riecht auf jeden Fall kräftig. Sie riecht eigentlich total verkohlt. Egal, Pupsi hat ja noch 2 Stück davon, die sie mitbringen. Da kann ich die ja mal testen. Wenn die nicht verbrannt ist, dann esse ich sie halt gefroren. Peperoni-Mix und rote Zwiebeln. Sucuk. Diesmal steht nichts da von weder Hanfsoße noch Creme Fraiche noch irgendwas. Also Soßen sind nicht aufgelistet. Nein!
Das heißt, sie reduzieren sich auf Käse und Wurst. Okay. Also, man schmeckt auf jeden Fall Sucuk. Man schmeckt die Knoblauchwurst raus. Wenn ich jetzt im Restaurant bin, es gibt ein einziges Restaurant, das Panorama-Restaurant. Es bietet auch Pizza mit Sucuk an. Sucuk schmeckt wie Sucuk. Wunderbar. Aber ansonsten schmeckt es eigentlich halt wie eine gewöhnliche Sucuk-Pizza. Sucuk-Pizza in dem Sinne ist trotzdem was Besonderes, weil es sie eben nicht überall gibt. Egal, wo ihr hingeht oder guckt, Tiefkühlpizzen, noch nie Sucuk gesehen. Wenn ihr also mal auf eine Bock auf eine Sucuk-Pizza habt, ist das natürlich empfehlenswert, weil die Sorte da jetzt gibt davon. Wenn ihr aber Sucuk-Pizza kennt und die probiert, werdet ihr theoretisch jetzt nicht unbedingt den großen Unterschied merken. Da bin ich etwas enttäuscht, weil bisher war es so, ich habe so viele Salami-Pizzen gegessen und dann probiere ich die Rinder-Salami von Capital Bra und sage, wow, ist die genial, die beste Salami-Pizza. Auch Thunfisch war sehr überzeugend, auch gerade durch dieses Creme Fraiche immer mit dazu, dass das auch nochmal einen anderen Beigeschmack mit hat. Die Sucuk schmeckt halt einfach nach Sucuk halt. Also es erfüllt seinen Zweck, es bietet euch einen Sucuk-Geschmack, aber es ist jetzt keine besondere. Es würde jetzt mit jeder anderen Sucuk-Pizza Hand in Hand gehen. Wenn es bei euch aber keine Restaurants gibt, die Sucuk-Pizza anbieten und bei euch keine gefrorenen Sucuk-Pizzen in der Gegend rumfliegen, habt ihr jetzt die Möglichkeit, trotzdem durch die Capital Bra Sucuk in den Geschmack einer Sucuk-Pizza zu kommen. Dafür ist okay, aber allgemein habe ich gedacht, machen die aus einer normalen Sorte wieder was Besonderes, obwohl Sucuk ja keine normale Sorte ist. Ich werde das jetzt in Ruhe noch aufessen. Ich werde mal gucken, was Pupsi dazu sagt, wenn die ihre probiert. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.